Okay, wo sind wir jetzt hier? Wann sind wir? Gute Frage. Brad. Oh, Brad. Geistreich. Unschuldig. Alex Bruder. Alex Bruder, okay. Genau. Oh, so ein bisschen, so ein Kasten Spreequell. So schmeckt das Leben. Das ist Alex, er ist motiviert und unsicher. Aha. Und Julias Freund. Julias Freund. Okay. Wer ist denn Julia? Reicht das? Falls nicht, bestellen wir einfach Nachschub. Also, hör mal. Ich war noch nie da unten. Unten? Im Wasser. Tauchen. Kannst du mir zeigen, wie es geht? Echt jetzt? Ja. Ich meine, du bist echt hier ohne eine einzige Tauchstunde? Irgendwie, ja. Okay. Und? Okay. Ja, da bin ich mal. Okay, also ich nehm Brad. Nimmst du Alex? Peinlich. Peinlich okay, dann bin ich dass Alex. Du einfach so herkommst und ich soll deine Hand halten. Ich bin ein kleines Arschlochbrüderchen, okay. Ja, so klassisch Big Brother irgendwie. Die Tauchkamera war wahnsinnig Brüderchen, teuer. Sei cool. Was? Julia und Conrad sind, tja, also alle beide stinkreich. Und? Reg dich nicht über Kleinscheiß auf, Mann, bleib cool. Lass mich nicht bereuen, dass ich dich mitnehme. Okay. Ja, da sag doch, ich bin noch nicht so gut mit Menschen. Ey, du weißt doch, dass ich mit neuen Leuten nicht gut kann. Oh, ja, ja. So ein Klischee. Halt die Klappe. Sei doch mal locker. Ach, komm schon. Sag mal, mach dich locker, Junge. Zu allem ja. Halt. Glaub mir, ich will, dass du dich amüsierst. Okay, aber was, wenn jemand auf blöde Gedanken kommt? Dass sag ich ja. Rumrennen soll. Metaphorisch gesagt. Sei einfach cool. Okay, Amigo. Die Kavallerie ist da. Cool. Sorry, ich hab Stress. Wer hätte gedacht, dass ein Medizinstudium so schwer ist? Überraschung. Und Mann, diese Fernkiste mit Julia ist echt hart. Das ist echt hart, du. Ja, da bin ich doch einfühlsam und sage, muss hart sein. Alles klar. Ja. Muss hart sein. Kein Problem, Mann. Ey, Brett ist ja verständnisvoll. Ne? Bingo. Wie gerufen. Was? Conrad meint, wir haben zu wenig Bier. Ah. Conrad, dann werde ich die hier wohl mal besser verstecken. Ja. Yeah. Was ist denn Conrad jetzt auf einmal? So, der Beziehung wurde aktualisiert. Kann ich das... Oh, warte mal ganz kurz. Okay. Oh, okay, warte. Hilft Alex mit den Reisevorbereitungen. Ah, scroll mal runter, da ist die Beziehung... Ah, warte mal, die Beziehung zu Alex. Guck mal, weil da hat sich schon was getan. Siehst du an den Balken? Ja, ja. So, was ist er? Er ist besorgt, geistreich, ehrlich und unschuldig. Ach, und hier. Mitfühlend und besorgt. Ach, das ist ja toll. Ach, Brad. Hey. Ich bräuchte mal deine Meinung. Klar, zu was? Es gibt da eine Sache und ich versuche mich zu entscheiden. Aha. Dein Medizinstudium? Oh. Nee, aber eine von diesen wichtigen Entscheidungen, weißt du? Und ich weiß nicht, was richtig ist. Ach, Alex, was du mal der Unsichere bist. Sentimental, hör auf deinen Bauch. Hör auf deinen Bauch. Der sagt's dir schon. Okay. Oh, da kommen Comrade und Julia. Ah, hey. Oh, Julia, guck mal. Oh, besteht nur aus Szenen. Geistreich. Unvorsichtig. Entspannt, tollkühn. Und Iceman. Von X-Men. Ist ja doch tatsächlich der Schauspieler. Ist das. Ach so. Ja. Tut mir leid. Conny, das ist Alex. Hey, wie geht's, Conrad? Vorsicht, Jules. Ein Ladykiller. Ja? Dacht man über mich. Conrad. Das ist Brad, mein kleiner der Ladykiller. Bruder. Hey. Bradley! Ich glaube, ich kenne dich schon, hab viel von dir gehört. Oh, touchy. Ja, gleichfalls. Hab ich dir gefallen. Hey, Lust auf ein Bierchen? Jede Sekunde. Na? Ha, ganz schön dick aufgetragen. Hätt's auch getan. Und, ich werd doch so schnell seekrank. Oh. Nee. Ich werd leider öfter mal, seekrank. Brad? Bradley. Ray Bradlebury. Nur ein Mittel macht dich seefest. Das aus der Flasche. Jawoll, nimm es. Nein, davon muss ich kotzen. Die Schweinerei, die willst du
echt nicht sehen. Ja, Brad ist halt ein Softer. Bist du schon mal getaucht? Oh, jetzt. Alter. Eigentlich nicht. Hab ich noch nie gemacht. Wasserjungfrau. Cool. Hey, das ändern wir heute. Gemeinsam. Ist ein bisschen eklig, wie er das sagt. Übrigens möchte ich an der Stelle sagen, irgendwie, es ist immer die unschuldige Jungfrau, die die Horrorfilme überlebt. Also, Brad, ich baue auf dich. Okay, wir gucken mal. So, wo ist überhaupt der Kapitän von diesem Kampf? Oh. Fliss, ungeduldig, Captain der Duke of Mylan und mutig. Die ist ja cool. Coole Tattoo. Ich würde ja sagen, macht's euch bequem, aber ja? Nein? So, alle an Bord und bereit abzulegen? Nice. Okay. Wenn es dir recht ist, Captain. Tja, Conny. So, wir holen. Was haben wir jetzt hier? Hummer? Oder holen wir. Haben wir schon den Anker geworfen und den holen wir jetzt wieder raus? Oh, ist ja so scheigeil, Alter. Okay. Französisch-Polynesien. Naja. Wie wäre es hier drüben? Ganz schön weit draußen. Ich suche bloß Alternativen, falls wir nichts mit der Tauchkamera finden. Ganz ehrlich, ich habe noch nie von eurem Wrack gehört. Normalerweise wimmeln Wracks von Tauchern. Ja, das hier ist anders. Ich meine ja nur, wenn es vielleicht zu spät wird, kenne ich ein paar gute Stellen zum, naja, Tauchen. Okay. So, Safat. Optimistisch. Brad weiß, was er tut. Brad weiß Bescheid. Das muss hier sein. Ich glaube meinem Bruderchen. Okay, du bist der Kunde. Er ist klug. Ich meine ja bloß, das Tageslicht ist irgendwann weg. Ich helfe Conrad und Julia mit der Kamera. Was gibt's? Guck mal hier auf YouTube. Der geile Kanal, Benny und Steve. Zieht's euch rein, Mann. Sehen und staunen. Wow. Ah, guck mal, hey, siehst du? Sieh mal an. Ah. Was ist? Sieht aus wie ein Bomber. Zoom mal ran. Oh ja, todsicher eine B-29. Ist doch gut, oder? Sind Kätzchen gut? Oder Mini-Pferde? Brad. Ey, ich hab's drauf, Bro. Kleinen Siegestanz gefällig? Hm. Komm sofort. Hm, okay, nicht, okay, komm. Dann machen wir nicht. Oh, oh yeah. Yeah. Oh yeah. Und? Also die B-29 war eine Festung. Die Dinger wurden im Zweiten Weltkrieg gebaut, konnten in großer Höhe fliegen und sogar mit Atombomben bestückt werden. Und die waren echt total krass. Alter, ich miet da total einen ab, ey. Mein Gott! Sorry. Ja, Nerd-Alarm. Nur weiter, Mann. Fliss, da ist ein Flugzeug. Ach ja? Ja, aus dem Zweiten Weltkrieg. Lass uns tauchen. Eigentlich sollte ich das ja der Hafenbehörde melden. Als unregistriertes Wrack? Tja, eigentlich. Wollt ihr euch nicht an die Vorschriften halten? Wen juckt's? Nee, warte. Nichts sagen. Einfach mal nichts sagen. Nichts sagen? Ja, okay, wir sagen gut, mal nichts. Gut, gut, okay. Wir schweigen mal kurz. Mal gucken, was rauskommt. Leute, niemand weiß was, niemand stürzt. Kein Problem. Vorschriften? Sind wir im Kindergarten? Ich muss darauf hinweisen. Wir sehen uns doch bloß um. Kriegt doch keiner mit. Gut. Aber beeilt euch. Siehste, guck mal, da habe ich mich ein bisschen bloß nichts ausgeschlängelt. Ach, ich kann es kaum erwarten, als Erste da unten zu sein. Stell dir das vor. Unberührt. Ich lese mir mal alles über die B-29 durch. Schon wieder. Warum? Ach, Brad. Wenn ich mit tauchen kann? In ein paar Minuten solltet ihr runter können. Ich nehme die Flaschen. Ihr Jungs checkt noch mal alles. Seh dir mal die Kamera an, ob da was Brauchbares drauf ist. Klar, Ma'am. Hey, sieh doch mal nach deinem Bruder. Aha. Oh, das war ein vielsagender Blick. So, okay, wir steuern Alex. So, dann soll ich nach dem Bruder sehen? Hey, hey. Geht aber erstmal ein bisschen erkunden. Was haben wir denn hier so für eine schöne... Na gut. Ich hab die Ausrüstung gleich startklar. Aha. Oh, komm, wir machen mal hier, kann ich helfen? Brauchst du Hilfe?
Hab noch nie mit Kreislaufgerät getaucht. Sieht alles okay aus. Aber du solltest dich vielleicht auch ein bisschen mit den Dingern auskennen. Mal ehrlich, ich bin gerade nicht so happy mit El Capitan. Okay, warum nicht? Bleiben wir erstmal cool, sie verdient eine Stange Geld. Na, bleiben wir erstmal cool. Erstmal easy, komm. Wir bleiben cool. Ja, ich weiß. Bleiben wir erstmal cool. Cool? Warum? Hat keinen Sinn, sie zu verärgern. Wenn sie mich noch einmal daran hindern will zu tauchen, dann gibt's Ärger. Okay, aber provozier sie nicht. Good fight. Okay, ich stell dann mal die Kreislaufgeräte ein. Den Rest machen wir dann am Ende zusammen. Cool. Schrei, wenn's soweit ist. Cool. So, okay. Gut, soll ich mich weiter umsehen? Oder? Ja, klar, immer umsehen. Immer. Mal gucken hier, was ist so. Das schöne Idee. Da ist eine Lücke am Heck. Sieh mal. Ist das unser potenzieller Eingang? Aha. Das sieht ja toll aus. Mhm. Da wische ich doch nochmal rüber. Wunderbar. Ganz toll. Ganz toll. Okay. Stein. Ist es... Okay. So, jetzt fängt sie auch von vorne an. Okay, super. Okay, cool. Volle Lücke. Wahrscheinlich sollten wir uns diesen Stein ansehen. Das ist halt das, was er meinte, ne? Irgendwie, wenn uns irgendwelche Sachen gezeigt werden. Hey, selber hey. Ich geh mal schnell. Gehst mal schnell. Willst du nochmal den Captain sprechen, oder? Nee, den Captain machen wir auf dem Rückweg. Okay. Geh mal einen Blick drauf werfen? Oh, können wir ja machen. Aha, okay. Alles klar. 31 Grad. Wunderbar. Was können wir jetzt machen? Heiter bis wirklich. Achso, wir machen einfach mal aus. Okay, cool. Wir mal ausgemacht. Muss ich damit aus? Nee. Nicht wirklich. lass das dann mal. Dann lass mal die Finger davon, Alter. Er hat sie erstmal ausgemacht, ist ja auch nicht schlecht. Finger mal an die rum, du Depp, Alter. So, okay, dann gehen wir mal. Howdy. Howdy. In die Bitch. Alles senkrecht? Mann, unglaublich, wir haben das Flugzeug gefunden. Ja, sehr geil. Der Captain spielt nicht mit, oder? Ja, der Captain spielt nicht mit. Ich hatte ja so meine Zweifel. Nee, der Captain spielt nicht mit. Nee. Aber mit Captain Adlerauge im Nacken wird das keine einfache Sache. Nein, sie macht bloß ihren Job. Mann, ich kann's kaum erwarten, was wir da alles finden. Enthusiastisch oder fragend? Enthusiastisch, ich bringe mal dir was mit. Wenn da unten irgendwas Cooles ist, bringe ich dir das mit. Aber kein Wort zu Captain Spaßbremse. Ich weiß, Fliss hat Regeln. Aber so ein kleines Andenken aus meinem ersten Wrack wäre schon so richtig cool. Denk an die Kamera. Kein Foto, kein Beweis. Oh, okay. Wir sehen uns alles zusammen an. Was wir auch finden, wir sehen es uns an und du sagst mir, was es ist. Okay? Krass. Seit wann sagst du krass? Seitdem es halt krass ist. Reiz. Oh. Okay, bis später. Klar. So bin ich, wenn ich Jugendsprache benutze. Bin total hip und square. Same. So, wir wurden gerufen. Willst du weiter hier unten schauen, oder? Na, lass doch noch mal unten hier ein bisschen gucken. Auch wenn die da ruft, die muss ich auch mal ein bisschen gedulden, ne? Gut, okay, geh mal hier gucken. Aha, was haben wir denn hier Schönes? Ein Schrank. Und, nein, ich drücke hier mal die falsche Taste, oder? Ich glaube, Julia hat echt alles Shroud of Innocence. Was ist denn das? Dogs. Man kann den Preis echt riechen. Aber ihr gefällt. Jetzt haben wir hier noch... Ach, wie schön. Ach, ein toller Roman. Okay. Komm, den packen wir gleich wieder zurück. So. Mach zu, das Brett. So, was finden wir hier noch Schönes? Wart erstmal anscheinend. Okay. Ich gleich mal schnell gehen. Warte mal. Oh. Schade. Ah, hier ist wohl das Örtchen. Ist besetzt. Aber kein Problem für Alex. Der macht einfach in seinen Neoprenanzug. Das ist kein Thema für ihn. So, ich würde gerne hier vorne in die Tür noch reingehen. Aber. Lässt er dich rein? Nee, schlenkert einfach bloß so besoffen rum. So.
Oh, hier haben wir noch... Oh, ein Bild, ein Bild. Was haben wir denn hier? Ist das vielleicht eins dieser Bilder? Oh ja. Was? Okay, was haben wir gerade gesehen? Wir haben Brad auf Toilette oder was auch immer das war gesehen. Und irgendeiner lag am Boden. Okay. So, und wir werden es uns bestimmt nicht nochmal angucken können, wa? Irgendwie für diese Vision, oder? Weiß ich nicht. Nee. Schade. Ja, da müssen wir gut aufpassen jetzt, Benni. Okay. Ich habe jetzt nämlich nur Brad gesehen. Die Person da drunter habe ich gar nicht gesehen. Ja, irgendjemandem ging es nicht gut. Oh, hier haben wir noch was. Ein Personalausweis. Von El Capitano. Aha. Aha, okay. Augenfarbe, der Rückseite an den Ausbilder ist berechtigt, Kurse auf der bezeichneten Kategorie anzuleiten. Genehmigung durch Dive Master Federation. Nee, Federation. Sieht nicht koscher aus. Selbstgemachte Arbeit. Was ist denn da los? So, da unten liegen nochmal die einlaminierten Regeln. Ja. Können wir die auch nehmen? Nee, ne? Ich glaube nicht. Nee, den neuen Ausweis nehmen. Er greift, glaube ich, nur den Ausweis, ja. Das will er nicht. Okay, also ich wäre bereit. Na dann, lass uns tauchen gehen. Okay, let's dive. Okay. Also, das ist das Kreislaufgerät. Viel cooler als normale Atemgeräte. Das Ding nimmt all das CO2, das du sonst ins Wasser bläst, und bereitet es wieder auf. Und verringert beim Auftauchen die Dekompressionszeit. Echt klasse. Das ist ja clever. Okay, O2-Check fertig. Conny geht nicht mehr drin, oder was? Oh, immer mit der Ruhe. Check erstmal deine. Ja, anscheinend gehen nur die zwei, oder was? Oh. Oh, was war jetzt? Neckisch? Alles tipptopp oder anerkannt? Ja, anerkannt. Danke erstmal für deine Hilfe. Danke für deine Hilfe. Okay, ihr Clownfische. Ich guck mal, was Fliss gerade so treibt. Benimm dich, Conny. Aha. Oh ja, echt wirklich. Nehmen? Oder was soll ich nehmen? Rechts. Rechts. Was ist denn bitte? Knüppel? Was ist das? Keine Ahnung. Hab den Bangstick. Das habe ich schon gehört. Der Bangstick? Schon mal benutzt? Gegen Haie? Und vergesst bitte die Regeln nicht. Oh, was jetzt? Julia oder was ist das denn? Sag schnell. Tick, tack, tick, tack. Ich nehm das Gerät. Scheiß auf Julia. Du filmst, ich sag, wo es lang geht. Machen wir ein Vorherfoto. Ah, okay. Mach mal nicht, Alter. Mach mal nicht. Die Klubbe, die ist ein bisschen heiß auf dich. Oh. Oh ja, ich bin ja auch Frauenheld. Ja, mit deinem Pickel da am Bein. Weiß ich nicht. Was für ein Pickel, was? Wo? Hab ich gesehen. Ja, das war, als du so schmachtend sagtest, so. Außerdem hast du anscheinend den Bangstick. Ich hab den Banger. Alles gut? Mehr oder weniger. Okay. Oha!